Der DAX befindet sich weiter auf Rekordfahrt. Zu Wochenbeginn haben wir schon wieder ein neues Allzeithoch markiert und auch das Online-Realdepot hat ordentlich Gas gegeben und nähert sich wieder der 50% Schallmauer. Bei mir zu Gast ist jetzt Depotführer Michael Schröder vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Schröder, schönen guten Tag. Hallo, Herr Damm. Ja, der DAX legt also weiter kräftig zu, das haben Sie ja auch vorausgesagt. Haben Sie aber auch mit dieser Dynamik gerechnet? Mit der Dynamik schon, aber ja gut, wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Wir hatten immer die 9.100 Punkte im DAX vorm Nikolaus im Visier und dann noch einen Spritzer hinüber auf das Niveau, was wir jetzt erreicht haben. Aber die Gegebenheiten, wir haben es gar nicht anders zugelassen. Also die Geldspritzen der Notenbank, sei es in Amerika oder in Deutschland, haben den DAX und die dort gelisteten Aktien einfach weiter angetrieben. Es hat im Moment wenig mit den fundamentalen Eckdaten zu tun. Die Unternehmen müssen noch in diese Entwicklung hineinwachsen, aber das wird man dann erst im nächsten Jahr sehen. Das ist die Zukunftsmusik. Im Moment muss man einfach mit dem Trend schwimmen und jetzt kann man davon ausgehen, dass wir tatsächlich die 9.500 Punkte in diesem Jahr noch sehen werden. Also durchaus die Dynamik könnte noch anhalten. Stichwort Dynamik, die scheint so ein bisschen zu fehlen beim Depot. Jetzt jammern wir vor dem Niveau, denn das ist ja auch deutlich im Plus. Warum bewegt sich es aber nicht so richtig mehr von der Stelle in den letzten Tagen und Wochen? Ja, weil wir eben damit gerechnet haben oder nicht überrascht werden wollten von möglichen Rücksetzern, haben wir ja die Liquidität etwas erhöht und die Dynamik der Depotwerte etwas reduziert. Hat sich jetzt im Nachhinein als nicht richtig herausgestellt. Wir wollen nicht von falsch reden bei der Performance, die bisher erzielt wurde. Aber man kann davon ausgehen, dass wir die Zeichen der Zeit erkannt haben und jetzt entsprechend reagieren. Das heißt, Sie werden die Frequenz der Transaktion wieder höher fahren? Ja, das kann man mit einem klaren Ja beantworten. Wir werden jetzt wieder aggressiver in den Markt gehen, auch kurzfristige Trading-Chancen suchen und dabei natürlich auch die ein oder andere Small-Cap-Perle abfischen, mit der wir dann auch ins kommende Jahr gehen wollen. Ist denn Freenet auch so eine Small-Cap-Perle, die Sie gekauft haben? Zumindest haben Sie sogar schon ein Zertifikat drauf gekauft auf diesen Wert. Ja, eine Small-Cap-Perle ist Freenet. Also Freenet ist in jedem Fall eine Wachstumsperle, kann man sagen. Wir haben jetzt wieder zugegriffen aus charttechnischen Gesichtspunkten. Wir hatten den Wert schon ein-, zweimal im Depot. Hier sieht man es sehr schön mit dem Sprung über die Marke von 19,80 Euro, oder ein Kaufsignal generiert. Das haben wir jetzt hier genutzt, um die Anschlusskäufe, die wir in den nächsten Tagen erwarten, mit einem Hebel von 6, mit einem Turbo-Zertifikat zu spielen. Fundamental bei Freenet alles weiter tipptopp in Ordnung, ist halt ein Dividendenplay auf dem aktuellen Niveau, Dividendenrendite von 5% KGV bei 11, also auch aus fundamentaler Sicht noch deutliches Aufwärtspotenzial. Wir wollen aber jetzt hier das Ausbruchsszenario spielen mit dem Hebelprodukt. Mhm. Außerdem neuen Depots und 2000 Aktien von Singulus. Was spricht für dieses Unternehmen zurzeit? Ja, ist aus meiner Sicht eine sehr aussichtsreiche, lukrative Turnaround-Chance. Singulus Spezialmaschinenbau hatten die wenigsten Anleger in den letzten Monaten auf der Agenda. Jetzt die Q3-Zahlen haben gezeigt, es hat sich einiges getan. Das Unternehmen hat die Hausaufgaben gemacht, in vielen Bereichen an den Kostenschrauben gedreht, überall ein bisschen hier Feinjustierung vorgenommen. Aber auch die Nachfrage im Blu-ray-Bereich hat spürbar deutlich mehr als erwartet angezogen. Und man sieht es, der Kurs hat jetzt in den letzten Wochen einiges schon honoriert von der guten Entwicklung. Wir haben jetzt den jüngsten Rücksetzer genutzt, um hier eine Trading-Position aufzubauen. Beste Analysten haben die Kursziele im Bereich um 3 Euro festgelegt. Wir wollen mal schauen, wenn die Aktie über die jüngsten Höchststände bei 2,55 rausschießt, wie weit das Momentum den Wert noch führen kann. Eine reinrassige Trading-Chance, bei der wir doch sehr zuversichtlich sind. Dagegen nicht mehr zuversichtlich waren Sie für Bastei-Lübbe. Zumindest haben Sie die Anteile wieder verkauft. Der Börsengang war ja erst vor kurzem. Die ersten Zahlen waren auch solide. Waren das aber zu wenig? Die Geschäftsentwicklung war im Rahmen der Erwartungen. Aber wir hatten uns hier nach dem IPO doch eine bessere Performance der Aktie erwartet. Hatten hier deutlich höhere Ansprüche. Haben es immer gesagt, kommt jetzt kein nachhaltiger Zug in die Aktie, stellen wir die Position wieder glatt. Wir sind zwar kurz über die 8-Euro-Marke gespritzt, aber danach schon wieder ein Abverkauf. Daher haben wir hier konsequenterweise uns von der Position getrennt, was natürlich nichts mit den mittelfristigen Aussichten zu tun hat. Schauen wir noch kurz auf Pironet, da ist es wieder etwas ruhiger geworden. Zuletzt, wie ist da der Stand der Dinge? Ja, die übernehmende Gesellschaft Cancom hat jetzt eine Mitteilung veröffentlicht über eine Kapitalerhöhung, um sich das Kapital zu beschaffen, um eben die Pironet tatsächlich zu übernehmen. Das Übernahmeangebot lag bei 4,50 Euro. Bisher war die Annahmequote noch nicht sehr hoch. Wir gehen davon aus, ich persönlich gehe davon aus, dass es von Seiten Cancoms eine Nachbesserung dieses Angebots gibt, um eben wirklich hier die erwartete Mehrheit der Anteile zu bekommen. Also hier
sehen wir im Moment noch keinen Handlungsbedarf, werden weiter an der Position festhalten und auf einen Nachschlag spekulieren. Und dann nächste Zeit wieder öfter traden. Das hat Michael Schröder schon angekündigt. Dankeschön für den Besuch, Herr Schröder. Gerne. Ja, und soweit also das Online-Realdepot. Liebe Zuschauer, wir haben es gesehen, die Dynamik, die ist zwar ein bisschen fehlerhaft, es war nicht richtig, haben wir gehört, dass hier die Transaktionsfrequenz zurückgefahren wurde, aber wir haben es auch gesehen, die Performance, die spricht ganz klar auch für sich. Danke fürs Zusehen, liebe Zuschauer, machen Sie es gut.